Ja, da haben wir auch schon die nächste Türchen. Linie 258 nach Dahlem, Waldfriedhof. Natürlich wieder ohne Ansage, aber passt ja. So. Wie lange haben wir noch? 3,5 Minuten. Na gut, das passt ja. Das passt ja, da können wir ja noch ein bisschen warten. Ist auch die gleichen anderes Fahrzeug. Nein, nein, lass es, okay, lass es. So, alles in Ordnung. Junge, Hör zieh dich doch doch. einfach vorbei. Warum wir den Stress machen? Brauchen wir nicht. Läuft doch alles. War das gekannt oder war es gekannt? Es war gekannt, ne? Ganz geschmeidig. Oh, jetzt wollen wir viele mit dir. Guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Eine normale Fahrkarte. Eine unnormale Fahrkarte gerne. Einmal normal bitte. Gerne. Danke. Einmal die Kurzstrecke. Ja. Lang hast du das, nur den kurzen, ne? Ja, rechnet meine Tour nicht angepasst. Und schon meckern. Naja, und Scania am Werk hier. Das ist die Bombe. Nein, kein Plastikbombe, das passt schon. Das passt die Scania-Busse sind Plastikbombe. Ja, kommt drauf an. Das sagt jeder Berliner. Fahr mal den Keks. Den Hauptstädter. Echt? Er kommt aus Berlin? Ja. Auch. Der und die Plastikbomber, das sind nicht gerade die besten Freunde. Na gut, dass wir einen Gelenkbus genommen haben. Quatsch, das ist, hier ist voll die Hölle los. Das ist so ein läppischen Päckchen hier. So. Moin, 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 geben Sie Gas, alles nass. Ich hätte gern eine Tageskarte. Hast du aber schön gesagt, Omi. Ab geht's. Wer ist wieder da? Ja, hallo. Kein Ding. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Aber danke. Hallo. Ja, aber weißt du, Fanta, selbst wenn wir uns gegenseitig anlügen würden. Soll ja Spaß sein. Passt schon. Es passt schon. Aber eine Solo-Variante. Naja, muss ja wissen, was er fährt.
Ja. Richtig geiler Scheiß. Oh, lass uns mal rollen. So, ja. Klar, mach mit. Ach so, ja, das ist ja. Das war ja sowieso nur als Schätz gemeint. Es hasst du mich aber ja gesagt. Einmal normal, bitte. Jo. Hallo, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Aber gerne. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, echt schade, dass es echt mit der Webseite geklappt hat, ey. Oder noch nicht fertig ist, aber na gut. Ich muss wohl noch ein bisschen dran feilen. Aber wird lustig. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie dann das Video da das Video geworden ist, ey. Wer tanzt, der Mähdrescher. Ich hab dumm gebabbelt. Ach du liebe Güte, ey. Hallo. Hallo. Moin moin. Einmal normal. Ja, gerne, unnormal. Gibt's immer. Ah, Fanta, auch dir, du kannst ja auch ein Ticket ziehen, ne? Busticket von der ESG. Ist das Kanal Punkte drin, ne? Sonst bist du ja. Moment. Ich hab gehört, ich hab hier einen Schwarzfahrer irgendwo drin. Wo ist er denn? Ja, wo sind sie denn? Es ist schon draußen. Es ist schon draußen, Fanta. Hab's bei Pablo auf dem Server schon gesehen. Hallo. Oh, moin. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Das war's schon. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann schön in die Tür reingequetscht, ne? Ach, ihr wollt von hinten einsteigen. Ja, Pech gehabt, ne? Ich hab was gesehen, das orange war oder gelb. Ich weiß gar nicht, das war grün, gell? Um Schwarzer. Hier los, ey, wollte mein Busblatt machen, ey. Da waren so viele mit. Was ist schon heute los bei denen? Sonntag. Schon heute daheim bleiben sollen, wa? Die Komik decken hier. Hallo. So, Dalle. Jo. Dankeschön. Guten Tag. Kaffeemaschine hat erstmal Theater gemacht. Ja, da hätte ich mal voll auf die Fresse gehabt. Mach kurz ab, vor, den Durchsetzer zu werfen. Schön.
Hab ich auch nur gedacht, mein Freund, du gibst mir jetzt sofort Kaffee, sonst knallt's ja aber gleich mal ganz ekelhaft. Glaub ich dir auf jeden Fall. So. Finde ich auf jeden Fall nicht okay. Ach, immer doch, weißt du doch. Hallo. Bin doch immer schön. Einmal normal. Ich sehe wie Kaffee aus. Der ist auch kein Bus noch. Hast du gute Droge am Morgen? Der vertreibt das Sascha rum und so. Muss ich erstmal meine letzten vier Stücke Merci essen hier. Oh. Da haben sie eine XXL-Packung weggezogen. Zuckerflash, der Gute. Der Gute mit seinem Zuckerflash. Naja. Aber es ist schön. Es ist schön. Ich bin schön entspannt, gechillt. Schön. Was hast du denn für eine Sprache? Sprache oder was? Also, Mist, ist 16 Uhr reserviert. So, ich bin mal gleich mal gespannt, ob ich die Bonus-Tour hier gut abgeschlossen habe, weil ich. Nein, du nicht. Nee, es ist ehrlich jetzt, weil ich hoffe, dass ich dadurch prozentual vielleicht dann bei der Standard-Tour, ja, die Tunnel-Tour dann ein bisschen Bonus bekomme. Dann ist es gut stehen. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen Elektrobus. Lieber LE? Elektrobus, dann hörst du noch so die vorbeiflattern. Oh Leute, wir fahren doch LE. Wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Oh, einen alten 26-4200, ja. Super. Schon wieder aufgegessen, schon Schokolade. Oh Mann. Eine Tageskarte bitte. Bis dann Abend haben wir noch Stadtland Plus hier gespielt. Ja. Mit meinem Bruder. Mit ein paar Freunden zusammen. Ja, war auch lustig. Wo mit Fußballern und alles drin. Hat er auf jeden Fall was? Ja, richtig, ja. Hab auch gnadenlos gewonnen. Ja, dann fahren wir noch die 258 zurück und dann passt das ja heute. Aber ich bin echt mal gespannt, wie es mit dem Bonus drunter ist, weil wie gesagt, das wird mich halt schon interessieren. Ob das dann auch für die normalen Standardtouren da zählen. Das ist fast so, als würdest du eine Fahrprüfung quasi ablegen, weißt du? Das geht ja auch quasi prozentual, dass da die Strecke auf 99 oder auf, ja, wie auch immer. 85% packst.
Springen ab. Was für ja. Ich kicke hier wieder alle Dosen um. Wolltest du wieder Dosen kegeln? Echt Dose. Ich spiele ja nebenbei noch so in meiner Freizeit Soft Air. Auch zwei Waffen dafür. Und dann haben wir mal Dosenschießen gemacht. Alter Schwede, geht das ab. Oh, also, je nachdem, wie oft du die gleiche Stelle triffst, Autsch. Ist dann auch ein Loch in der Dose. Mal ganz anderes. Wie findest du das neue Star Wars Spiel? Hab ich noch gar nicht angeguckt und noch gar nicht gekauft. Okay, da will ich nicht spoilern, dann lassen wir das Thema weg. Weil ich habe das schon was gesehen, es gefällt mir gut. Also ich schaue es für bei den Let's Play rein da anzugucken, okay. Aber holen tue es mir trotzdem nicht. Ich bin auch nicht so der Fan von Star Wars, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also ihr dürft mich ja falsch verstehen. Nicht, dass ich das negativ verurteile, aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich genug Sachen. Wie gesagt, ich habe ja noch Rocket Legacy durch. Und das wollen wir auch irgendwann mal abschließen. Aber jetzt sind halt erstmal wieder ein bisschen Transport-Simulationen da drin. Irgendwann. Eine Fahrkarte bitte. So. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Star Wars, ist einfach nicht meins. Dann spiele ich hier bei hier das Avenger-Spiel, was 2021 rausgekommen ist. Aber jetzt so. Also Star Wars ist dann tatsächlich doch nicht meine Sache. Also ist dann eher so das die Sache von meinem Bruder. Also für mich selber ist es nichts. Also, was ich nur sagen kann, Open World ist richtig groß, also das ist schon mega, ey. Das ist schon wirklich mega. Und sie haben auch viel vom ersten Teil mit reingenommen. Es gibt das habe ich schon mal bei einem Spiel mitbekommen. Und es war gar nicht mal so schlecht. Es war richtig gut, also ich war voll Emotionen, waren auch voll drin. Hat schon richtig Bock gemacht, das zuzusehen. Naja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt spoilern. Dachte nur, du würdest zocken dann. Nee, nee. Gar nicht so was. Einmal normal, bitte. Mit dem lieben Sascha. Sascha, mein Freund. Ja, moin. Wir beide heute zusammen im Livestream, kommt auch selten vor, aber auch irgendwie immer öfters. Ja, Chefs am Sonntag, das passt so. Ja, das stimmt allerdings. Also ich bin heute mal ein bisschen kürzer unterwegs. Fast 26 von Telto Stadt nach Postviertel. Ja, Sonntagslinien sind irgendwie immer wow. So. Ja, ziemlich kurz. Irgendwie auch immer ziemlich viel mit Betriebsfahrten drin. Ist mir mal aufgefallen, gerade auf X10. Da sind schon, also gerade in Teltow hinten, ziemlich viele Betriebsfahrten mit drin.
Ich weiß nicht, inwiefern du oder wie weit du in Teltow hinten unterwegs bist. Aber wenn du so gerade die 625, ich hätte normalerweise zwischen Ruhlsdorf und Postviertel. Aber die hat so viele unterschiedliche Routen, ist mir mal aufgefallen in der letzten Zeit. Das ist schon krass. Ja. Also, was die da an Routen drin haben, vor allem wenn du da nicht aufpasst, dann denkst du, doch ja, hast du Tour abgeschlossen, fährst das Ding einfach wieder zurück, guckst auf den Fahrplan, oh Mist, ist ja betriebsfrei. Und dann, okay. Das wäre vor, keine Ahnung, vor ein paar Tagen, als ich abends gefahren bin, das gleiche passiert von Ruhlsdorf nach Wartestraße rüber. Und dann hieß es nur von Wartestraße nach Teltowstadt. Ja, gut, okay. Ich von Wartestraße nach Teltowstadt geschildert und dann guck auf den Fahrplan. Oh, dann ist ja eine Betriebsfahrt. Ja gut, egal. Trotzdem habe ich mitgenommen. So, irgendwie. Trotzdem dual gehalten, so noch auf freundlich. Mhm. Weil das ist halt so schon ein bisschen verwirrend manchmal. So, heizen wir es mal richtig. Soll ich noch 1,30 und dann fahren wir auch ab. Ob ich nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit an der Bindung bin. Wenn man im Bus drin sitzt und hinter einem anderen Fahrzeug steht, sieht es immer total nah dran aus. Und dann gehst du in die Außenansicht und denkst, so nah ist es ja gar nicht. Boah, nee, der LKW, der hinter mir schon stresst. Der macht auch schon gut dran. Wenn ich jetzt nicht abfahre, habe ich gleich verloren. So. Dann wollen wir mal. Und da vorne ist auch schon die Endhaltestelle, geil. Boah, sage mal. Unseren lieben Kollegen Keks in Berlin fahren hörst, ne? Da könntest du dich auch wegschmeißen vor Lachen. Also, der manchmal ausflippt auf X10, da können die auch manchmal wegrollen. Also, das ist der absolute Knaller. Der gibt ja dann auch wirklich alles. Also, der ist dann auch nicht mehr zu bremsen. Wie soll man denn hier drehen können, Digga? Ah, da ist erkennen. Der liebe Keksiano, der gibt alles. Mal hier, ne? Tempomat rein, damit wir auch nicht schneller als 30 fahren.